Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Notion-Video. In dem heutigen Video möchte ich dir 12 Seiten mit an die Hand geben, die dein Leben in Notion erleichtern werden und dir unheimlich viel Arbeit ersparen werden, aber auch als Inspirationsquelle für deine weitere Arbeit dienen werden. Lass uns loslegen. Mein Name ist Christoph. Herzlich willkommen bei Schuhgelaber. Bevor ich gleich auf die einzelnen Seiten eingehe, noch was Allgemeines vorneweg. Ich werde euch die Seiten kurz vorstellen, welche Funktionen sie haben. Wenn ihr aber vielleicht bei einer Seite etwas genauer wissen möchtet, wie ich das in Notion zum Beispiel einbinde, wenn es zum Beispiel darum geht, irgendwelche Charts anzustellen oder Kuchendiagramme, Kreisdiagramme etc., dann lasst es mich einfach unten in der Kommentarfunktion wissen. Dann mache ich dazu ein genaueres Tutorial und zeige euch, wie ihr damit umgehen könnt. Nehmt das Ganze als Inspiration, um die Sachen auch ein bisschen auszutesten. Ich euch aber gleich am Anfang zeige, um was es grob geht. Wir werden das Video in mehrere Bereiche einteilen. Zum einen geht es um Templates, dann um Dinge, die euren Workspace erleichtern und schöner machen. Dann werden wir uns noch mit, ja, so wie eine Art Wissen- und Inspirationsspeicher beschäftigen und zum Schluss noch ein kleiner Bonustrip. Das Ganze sind dann, wie gesagt, 12 Webseiten, die euch wirklich, glaube ich, viele Stunden von Arbeit ersparen werden. Kommen wir gleich zum ersten Bereich und dem Bereich Widgets. Ich habe das ja in einem Tutorial, was ihr hier schon mal findet, etwas genauer dargestellt, aber hier nochmal als kleine Inspiration des Ganzen. Also, wenn ihr zum Beispiel hier auf notionwidgets.com geht, dann habt ihr mehrere Möglichkeiten, euch Widgets hinzuzufügen. Meistens ist, wenn ihr zum Beispiel hier diese Word Clock, das finde ich ja ziemlich cool und ziemlich sexy, das würde ich auch ganz gerne mal privat besitzen, aber dazu fehlen noch ein paar Euro, ja. Die Dinger sind immer sehr, sehr teuer, aber das könnt ihr euch in euren Workspace hinzufügen. Ansonsten ist die Widgetbox ebenfalls eine Möglichkeit, wie ihr es schafft, bestimmte Dinge in eure in Workspace hinzuzufügen. Das ist eigentlich total simpel, wenn ihr zum Beispiel auf diese Uhr geht. Dann öffnet sich das, dann habt ihr hier unten einen Code, den könnt ihr kopieren, könnt ihn in euren Dings hinzufügen, in euren Workspace, indem ihr hier einfach die Steuerungstaste V drückt, ja, einbetten, erstellen und dann erstellt hier automatisch diese Uhr, so die ihr euch dann zur Verfügung stellt. So, dann habt ihr hier das als Widget erstellt und könnt das natürlich hier jederzeit abändern, dann würde hier ein neuer Code entstehen. Also diese zwei Seiten nochmal als kleine Inspiration, um euch euren Workspace schöner zu machen, zum Beispiel hier unter anderem wie mit dieser wunderschönen Uhr. Kommen wir zum nächsten Bereich und zwar dem Bereich Templates. Wie gesagt, Notion ist ja wirklich ein großartiges Tool, um eure Arbeit und Produktivität zu verbessern. Und ihr könnt natürlich euch auch bestimmte Vorlagen aus dem Internet herunterziehen. So unter anderem bei Notion Everything findet ihr alles Mögliche, alle unterschiedlichen Templates, die ihr eurem Workspace hinzufügen könnt. Oder auch hier bei Notionary sind auch Dinge kostenlos dabei. Da könnt ihr auch Sachen anbieten etc. Oder auch bei super.so auch hier mehrere Sachen, die ihr eurem Workspace hinzufügen könnt. Und sind wir doch mal ehrlich, die beste Seite, um sich Templates runterzuziehen, ist natürlich meine eigene. Wenn ihr also bei den anderen nicht fündig werdet, schaut mal erstmal bei mir vorbei. Es sind viele Dinge. Da entstehen auch noch ganz, ganz viele Dinge. Ich bin gerade dabei, das ultimative Live Operating System zu bauen, was ich euch ja schon mal so ein bisschen Sneak Preview mäßig in dem einen oder anderen Tutorial gezeigt habe. Wie gesagt, hier sind ganz viele Sachen kostenlos auf den einzelnen Seiten. Natürlich Dinge, die auch kosten, die euch aber das Leben erleichtern werden. Und es würde mich natürlich freuen, wenn ihr hier die Sachen runterladet. Aber wie gesagt, schaut mal auch bei den anderen Leuten vorbei. Da sind wirklich gute Arten, großartige und super Sachen bei. Und ihr könnt die natürlich auf eure eigenen Bedürfnisse anpassen und das Ganze für euch handhabbar machen. Kommen wir nun zu einem Bereich, der dazu führen wird, dass ihr ja vielleicht mehrere Stunden Arbeit einsparen werdet. Zum einen möchte ich euch Notion Forms einfach mal zeigen. Da habt ihr die Möglichkeit, bestimmte Abfragen zu erstellen, sodass sie danach in eurem Workspace landen. Ich zeige euch das mal einfach an einem Beispiel hier bei dieser Demo. Da könnt ihr hier, seid ihr denn auf der Seite, könnt dort sozusagen einen Namen eingeben. Nennen wir das mal Martin.
Und wir nehmen das Ganze mal, wir wohnen in München und mein absoluter Lieblings-Pokémon ist das hier. Und dann schreibe ich hier mal Hallo rein. Ja, hier könnte ich natürlich jede Menge tolle, großartige Sachen. Zum Beispiel landet auch, ihr erstellt eine Teamseite, sodass ich hier die ersten Sachen automatisch die Person eintragen könnte. Ihr könnt hier alles auswählen. Das sind alles Dinge, die in eurem Notion Workspace zur Verfügung stehen. Dann könnte man hier auf Submit drücken. Ja, und jetzt ist das Ganze in eine Art Datenbank automatisch erstellt worden, weil ihr das mit eurem Notion-Template verknüpft habt. Und dann könnt ihr hier, seht ihr schon, ich habe das aufgenommen, schon mal vor ein paar Minuten, könnt ihr hier als Test zum Beispiel, nach ein paar Minuten erscheint das jetzt hier gleich, ja, das braucht immer ein paar Minütchen, aber hier erscheint dann sozusagen die Sachen, die ihr eingegeben habt in eurem eigenen Workspace. Wenn ihr mal schauen wollt, ob irgendwas verknüpft ist mit eurer Seite, dann könnt ihr hier auf die drei Punkte gehen und dann könnt ihr hier auf Verbindungen klicken und wenn da Sachen sein sollten, dann würde das hier entstehen beziehungsweise würde dann da stehen, wenn ihr auf Verbindung verwalten geht. Und bei mir ist das aber gar nicht der Fall. Ich habe bestimmte Sachen habe ich schon verknüpft, aber in dem Fall das hier auf dieser Seite noch nicht. Eine weitere Möglichkeit, um Dinge auszutesten, wäre hier Notion Charts. Das will ich nur grob euch zeigen. Hier habt ihr die Möglichkeit anhand von eurer Datenbank, wie gesagt zum Beispiel, ihr trackt eure Einnahmen und Ausgaben in so einer Datenbank, die ja typischerweise ist. Wenn ihr da mal, wie gesagt, Tutorial haben möchtet, dann haut es unten in die Kommentarfunktion rein. Und hier könnte man das Ganze als Grafik sich darstellen lassen, indem man sich die Daten herauszieht aus eurer Datenbank. Die muss natürlich dann sauber geführt werden. Und dann könnt ihr, ähnlich wie bei den Widgets, das einfach einfügen und dann könnt ihr das euch darstellen lassen. Wirklich eine großartige Sache. Wer da, wie gesagt, etwas genauer was wissen möchte und da ein Tutorial haben möchte, der, wie gesagt, haut es unten in die Kommentarfunktion rein. Kommen wir zum nächsten Bereich und zwar zwei Stück möchte ich euch da zeigen, indem ihr zum Beispiel, wenn ihr Sachen auf Twitter, Telegram oder Reddit findet, habt ihr die Möglichkeit mit dem Hack Save to Notion euch die Sachen hinzuzufügen. Ich empfehle euch das, wie gesagt, als Inspiration für euch. Wenn ihr da raufklickt, dann landet ihr mit eurer Twitter-Verbindung und dann könnt ihr die Sachen da speichern. Aber ich persönlich habe es schon ein paar Mal gesagt, ist für mich das A und O der Webclipper, indem ihr sagt, hier, das erscheint dann in eurem Workspace automatisch. Auf dem Handy ist das schon automatisch hinterlegt, sodass ihr da die Sachen dann abspeichern könnt. Ihr seht, das ist hier schon einmal hinterlegt als Speicher. Wenn ihr hier oben erscheint, das Notion so raufklickt, dann könnt ihr sagen, wo soll das hingespeichert werden? Könnt ihr das auswählen? Zum Beispiel möchte ich das in Medien haben, in meinen Medienspeicher. Könnt ihr raufklicken und dann würde bei Save Page würde das Ganze dann erscheinen in eurem Notion Webspace. Könnt ihr darüber das dann öffnen? Das wirklich als großartige Möglichkeit, um Dinge, die euch inspirierend über den Weg laufen, in eurem Workspace automatisch abzuspeichern, um dann später damit arbeiten zu können. Wir können einfach mal schauen, wie das dann Ganze dann aussieht. Gehen wir hier mal in mein LiveOS rein, gehen hier auf den Wissensspeicher, gehen hier in den Medienspeicher und dann ist das hier oben schon drin und sieht, das ist heute entstanden. Hier könnte ich das dann öffnen und dann habe ich das gespeichert. Das Schöne ist, die Webseite wird dann hier, je nachdem, wie es programmiert ist, gleich eingefügt, sodass ihr euch das dann gemütlich anschauen könnt. Kommen wir zu den letzten beiden Bereichen. Zum einen kann ich euch wirklich Red Gregory empfehlen als Webseite, wo ihr euch wirklich unfassbar gute Templates auch runterladen könnt, aber auch ganz, ganz viel Wissen euch hinzufügen könnt. Wie gesagt, das einfach als Inspiration für euch, wo ihr viel über Notion lernen könnt, wenn ihr euch nicht unbedingt Videos wie zum Beispiel von mir oder von anderen Menschen anschauen möchtet, sondern wenn ihr etwas lesen möchtet. Kommen wir zum letzten Bereich und zwar den eigenen Notion-Avatar. Unter Notion-Avatar könnt ihr das Ganze dann erstellen. Da entstehen hier diese großartigen Sachen. Natürlich könnt ihr euch auch euer Foto irgendwo hinschicken und dafür $25 bezahlen, um dann noch genauer euch darzustellen. Aber ich finde es ganz cool, wenn ich mich selbst darstellen kann. Ich habe das bei mir auch schon mal ausgetestet. Könnt ihr hier einfach auf random raufklicken, ja, mehrmals. Oder ihr könnt sagen, okay, welche Kopfform möchte ich denn haben? Ich möchte die jetzt hier haben. Zack, und dann möchte ich hier, was weiß ich, das hier als Nase haben. Und ich möchte den Mund, möchte nicht als Herz, sondern als Kreis haben. Ihr seht, die Möglichkeiten sind unendlich und dann könnt ihr das entweder als Embedded Code euch runterladen, sodass ihr es einfügen könnt. Ansonsten könnt ihr das runterladen. Ihr könnt auch hier sagen, der Hintergrund soll zum Beispiel grün sein. Ja, und hier könnt ihr das auch in die andere Richtung schauen lassen.
Also die Möglichkeiten sind unendlich. Könnt ihr auch einen Bart hinzufügen etc. pp. Also wie gesagt, ihr könnt hier austesten, wie immer ihr das haben möchtet. Dann einfach hier auf Download könnt ihr auch sogar auswählen, dass, wie ihr das auswählen möchtet. Das Ganze ist kostenlos. Kann man sich schön mit austesten, um sich einen eigenen Notion-Avatar zu holen. Also das wären die Webseiten, die euch tausende von Stunden sparen werden. Viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ich was vergessen haben sollte, unten in die Kommentarfunktion. Habt einen großartigen Tag. Ciao.